Maxi, schön, dass du da bist. Ja, hallo, servus. Ein Jahr in Amsterdam, erzähl uns ganz kurz, wie zufrieden bist du? Einige Einsätze gehabt? Ja, es war mit vielen Höhen und Tiefen. Die erste Hinrunde war sehr, sehr gut. Eigentlich nach 3 Wochen, glaube ich, dann Stammplatz erobert und dann fast 15 Spiele von Anfang an gemacht. Und dann kurz vor der Winterpause das Innenband eingerissen und dann nie wirklich fit geworden. Trotzdem dann wieder zurück in die Startformation kämpft und summa summarum war es dann eigentlich eine sehr gute Saison für mich oder zufriedenstellend für die erste mit 25 Einsätzen. Und nächste Saison möchte ich dann voll angreifen. Im Sommer von Wien rauskommen, das erste Mal eigentlich nach Amsterdam. Wie war das für dich, weg von zu Hause? Ja, sehr, sehr schwierig am Anfang, vor allem die erste Zeit, wo ich im Hotel gewohnt habe, weil man irgendwie nie wirklich zur Ruhe gefunden ist. Und natürlich das erste Mal allein irgendwo, dann die erste Wohnung allein um alles kümmern, also ist schon komisch. Aber mittlerweile habe ich mich sehr gut eingerippt. In Amsterdam viele prominente Mitspieler auch. Wie haben die aufgenommen in der Mannschaft als sehr jungen Spieler? Ja, sehr, sehr gut. Also sind alle sehr, sehr nett, sprechen alle sehr gut Englisch, haben mich wirklich sehr nett empfangen. Es ist zwar nicht so familiär wie bei Rapid, also dass jetzt wirklich richtige Freunde sind, aber es ist trotzdem ein super Klima und es macht Spaß, da zu kicken. Durchs Nationalteam bist du ja öfters in Österreich auch. Verfolgst du Rapid immer noch? Ich schaue über ausländische oder illegale Livestreams eigentlich so gut wie jedes Rapid-Spiel, wenn's geht. Leider ist halt das erste Mal erst nach einem Jahr möglich, dass ich da bin, weil wir am Sonntag immer spielen und ist sie leider nicht ausgegangen bis jetzt. Was sagst du zur Saison von Rapid? Ja, immer wieder sehr, sehr gute Phasen, wo man 6-7 Spiele hintereinander gewonnen hat. Man hat jetzt gesehen in der Saison, dass man wieder zur alten Stärke oder zur spielerischen Stärke zurückgefunden hat. Und ich denke, dass man einen positiven Aufwind sieht. Vielen Dank, Maxi Wöber. Schön, dass du mit dabei bist. Alles Gute.